herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich wollte euch ganz kurz meine Bowl zeigen. Ich liebe es, dass die immer so geil. Ich kann euch das Rezept mal in die Infobox schreiben. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich muss kurz meinen Akku laden. Heute habe ich viel vor, was ich euch alles zeigen werde. Okay, guys, mir ist aufgefallen beim Schneiden, dass meine Kamera wirklich sehr, sehr shaky ist. Aber egal. Ich wollte euch noch kurz was zeigen, was ich gestern bei Zara gekauft habe. Leider ein Kleid, was mir viel zu kurz ist. Kann ich euch gleich auch sagen. Also das habe ich mir am Ende noch mitgenommen. Das war kurz vor der Kasse und ich finde es so, so hübsch. Ich liebe so dieses mit diesem Ausschnitt gerade. Und man braucht nicht mal ein BH und sieht irgendwie trotzdem so snatched aus. Und ich glaube, es war nicht mal teuer. Also ich trage Größe S. Ja, guck, es kostet 15,99 €. Also wirklich richtig nice. Ich bin richtig happy gerade darüber. Nicht so wie meinen anderen Kauf, den ich nicht anprobiert habe, wie den hier. Wartet. Ach, ich habe ihn jetzt nicht mehr. Doch, wartet, ich zeige ihn euch gleich. Eigentlich bin ich zu Zara gegangen mit meiner Schwester, weil ich einen Pullover wollte, der im Sale war. Und ich habe mir den in M bestellt gehabt. Und der war mir nicht oversized genug. Und dann wollte ich ihn in L, aber es gab es nicht. Und dachte ich, er gibt vielleicht einen Laden. Aber ich war mal wieder zu spät. Es gab ihn nicht. Ich habe mir jetzt Sportsachen angezogen und ich zeige euch jetzt noch einmal die letzte Sache. Es ist so süß. Und selbst die Farbe finde ich süß an mir. Obwohl ich immer bei so hellen Farben ein bisschen weird. Also ich bin halt sehr weiß, aber irgendwie finde ich es seit meinem Tush-Shooting so, so cool. Weil da sah es richtig edel aus. Und ich finde es so, so hübsch. Aber es ist halt einfach viel zu kurz. Also vorne geht's. Das ist jetzt Größe S. Es hat auch einen richtig schönen Stoff so aus Seide. Aber kostet 30 € und dafür ist es mir zu knapp. Also es ist wirklich so, es müsste ein kleiner Wind hochkommen und ein ganzer Arsch würde gesehen werden. Also für Mädels mit einem größeren Booty ist das definitiv nichts. Ich habe auch noch einen Top im Sale mitgenommen, was mir auch nicht passt. Aber ich habe extra an der Kasse gefragt, weil die Schlange war so lang bei der Umkleide, ob ich auch Sale-Artikel zurückgeben kann. Sie meinte ja. Und das Ding, warum es immer so wackelt in meinen Videos, liegt ja daran, dass ich im Weitwinkelmodus keinen Bildstabilisator habe. Das Problem ist aber, wenn ich den ausmache und den Stabilisator anmache, dann bin ich so nah an der Kamera und das möchte ich nicht. Deswegen, ich versuche schon immer nicht zu wackeln. Vor allem während man filmt, merkt man gar nicht, wie wackelig es ist. Das merkt man erst im Schnitt, aber ich hoffe, es nervt euch nicht. Also schreibt mir mal in die Kommentare, ob es euch nervt oder nicht, weil dann probiere ich es mal aus mit näher dran. Okay, Leute. Update. Emilia steckt länger in ihrem Call fest als gedacht. Deswegen gehen wir wahrscheinlich einfach nur alle zusammen später essen. Ich habe aber stattdessen mein Kleid jetzt abgeholt. Ich habe es nicht im Laden anprobiert, weil ich hatte echt keine Lust. Na? Und ich hoffe, es passt jetzt gut. Warte, können wir noch kurz deine Reaction filmen? Ich ziehe das jetzt einfach hier drüber. Marcel reagiert auf Kleid. Marcel reagiert auf mein neues Outfit. Und dann mache ich Marcel reagiert auf mein neues Outfit. Genau. Oh, es ist auf jeden Fall schon enger. Ist dadurch auch ein bisschen kürzer geworden. Oh, hier oben ist es mir, glaube ich, noch zu locker. Aber ist immer noch viel zu groß. Ja? Ach man, ich habe 40 € dafür bezahlt. Sieht es immer noch nicht gut aus. Müsste es hier noch lockerer, noch enger sein. Ich denke mir halt so, guck mal, du hast jetzt auch was drunter, was eigentlich nicht drunter wäre. Ja okay, aber das ist ja eng, also das ist ja hauteng. Es soll ja hier oben so ein bisschen puffelig sein, aber ich habe den eigentlich, die haben hier glaube ich was rausgenommen. Ein bisschen meinte ich zu denken. Ich will ja nicht nochmal hingehen. Mann, es ist so ein teures Kleid. Ich habe jetzt insgesamt schon 180 € dafür ausgegeben. Ich finde es halt echt gar nicht geil. Du hast gesagt, ich soll es kaufen. Ja, ja, da darf ich auch was, aber ich finde den Schnitt einfach nicht cool. Ich wusste es ja vorher. Ich finde den Stoff cool, ich finde die Farbe cool, aber. Aber zum Chillen auf der Terrasse und so passt es. Ja, zum Chillen auf der Terrasse so 100 Euro. Okay, dann kaufe ich es dir halt ab, ich gebe solches Geld holen. Das Ding ist, vielleicht verlose ich's. Weil mir haben voll viele geschrieben, dass sie es mögen, aber ich mag es an mir halt wirklich einfach nicht. Es ist obenrum immer noch mir zu locker. Was ist das? Na, ich finde es an sich ganz süß, aber es ist halt. Also hier ist es ja auch so. Hier sieht es auch anders aus. Als ja, ich verlose es. Weil es steht mir einfach nicht. Es ist irgendwie nicht für mich gemacht. Also das Problem ist jetzt aber, dass ich es halt kleiner mache. Ja, bitches. Nee, nee. Also Leute, ich verlose jetzt das Kleid. Ist mir jetzt scheißegal. Original kostet das Kleid, glaube ich, fast 300 €. Ich habe es ja für 140 bekommen. Ihr wart alle live dabei in meinem Blog, glaube ich, oder in meiner Story. In meiner Story. Und wo ich glaube, ich habe da keine Preise gesagt. Aber ja, über diese Preisklasse reden wir. Jetzt habe ich es für 40 € kleiner machen lassen bei dem unfreundlichsten Schneider der Welt. Die Story habe ich euch aber im Blog erzählt, auf jeden Fall. Auch gerade beim Abholen sehr unfreundlich gewesen. Außer als ich dann meinte, ich probiere es nicht nochmal an, weil ich hatte keine Lust, da so viel Zeit zu verschwenden. Und dann meinte sie, ja, wenn irgendwas ist, komm einfach nochmal. Ich fühle den Schnitt einfach nicht an mir. Also ihr wisst, was zu tun ist. Wenn ihr dieses Kleid haben wollt, dann schreibt mir bitte auf Instagram. Und ja, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich werde euch dann geben. Also die erste Person, die mir jetzt schreibt, die das Kleid haben will. Das hier ist eigentlich eine Größe 2 bei Kupils. Ich dachte, das ist eine 36. Ich habe eine 36 und es ist mir ein bisschen zu groß. Wer es haben will, kriegt's. Ich liebe euch. Heute ist der Tag. Ich bin All Black angezogen. Deswegen werde ich diese Tasche jetzt mal wieder mit ausführen. Ich habe sie
echt lange nicht mehr benutzt und ich finde die immer noch so mega hübsch. Noch Socken anziehen, dann gehe ich kurz rüber und warte, bis Emilia mich abholt. Yes. Also ich meine, ich hätte auch mit meinem eigenen Auto fahren können, aber ich wohne eh auf ihrem Weg und es freut mich sehr, dass sie mich abholt. Normalerweise bin ich immer die Abholerin. Ich genieße es irgendwie gerade voll mit dieser Gruppe zu sein, weil ich das Gefühl habe, ich muss da nicht so viel planen. Weil das ist sonst eine Sache, die mich manchmal ein bisschen stresst, dass ich immer das Gefühl habe, wenn ich Dinge nicht planen würde, würden sie nicht passieren. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Ansichtssache. Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass ich in meinen Schrank will, Mann. Egal. Auf jeden Fall gehe ich jetzt noch kurz rüber, weil drüben haben wir eine Klima, hier nett. Und das spürt man stark. Eigentlich bin ich noch Fresh-O-Matico und ich habe sogar einen niceen Glow. Ich pudere mich mal ein bisschen ab, weil manchmal, also ich weiß, dass viele sich das nicht trauen, aber ich muss sagen, ich mache es echt gerne. Oh, jetzt ist mein Gesicht wieder bräuner. Oh, die freien mir den ganzen Tag raus. Was ist sowas? Aua, aua, aua. So, das mache ich auf jeden Fall manchmal noch so. Auch wenn die mich ein bisschen festkleben. Aber es gibt immer einen krassen Effekt. Ihr müsst nur echt aufpassen, wenn ihr dies löst und auch nicht zu lange drücken und so, weil ich glaube, sonst können die brechen. Also mir ist wirklich noch nie eine Wimper gebrochen. Toi, toi, toi. Noch ein bisschen Gloss dran. Ich habe den übrigens neu. Der ist vom Tarte. H2O Gloss. Ich glaube, der soll wasserfest sein. Aber auf jeden Fall hält der echt gut für einen Lipgloss. Gott, ich schwitze so, Leute. Es ist so heiß heute. Oh mein Gott. I met her. Wir warten jetzt auf Anna und Chile. Und wir haben so einen krassen Platz bekommen. Hier ist es mega voll. Wir haben schon gerade gesagt, ich filme jetzt nicht die anderen Leute, aber wir haben schon gerade gesagt, es fühlt sich so an, als wäre man mal wieder so... Als wäre man irgendwie im Urlaub auf so einem Weg, wo so links und rechts einfach so Restaurants sind. Ja, genau. Also einfach, ja, genau, wie im Urlaub. Es sind Urlaubsvibes. Und wir können dann Fußball gucken, weil wir solche Fans sind. Das ist echt so. Wir haben gute Plätze auf jeden Fall. Time for some food. Yes. It's so oh mein Gott, es sieht so lecker aus. So delicious. Die beiden Girls sind auch arrived again. Ich habe hier ein paar Snacks auf dem Tisch, ne? Oh. Am Tisch. Oh. So, ich bin wieder zu Hause, Leute. Die Luftfeuchtigkeit ist heute so hoch. Wir haben gerade noch das Halbfinalspiel geguckt, Italien gegen Spanien. Und zwar mega süß, weil da waren so Italiener, die sich richtig krass gefreut haben. Generell war es einfach so eine schöne Atmosphäre dort, weil überall Fernseher draußen standen. Wir wussten gar nicht, dass heute EM-Spiel ist. Dadurch war es irgendwie noch viel, viel cooler und ich hatte einen sehr, sehr schönen Abend. Heute ist der Geburtstag von meiner Mom. Ich zeige euch später, was wir ihr geschenkt haben. Wir haben ihr so ein aufblasbares Schlauchboot gekauft. Das wiegt aber leider 24 Kilo, es war so schwer, es einzupacken. Das ist jetzt mein Outfit. Ich habe mir meine Haare zusammengefallen. Es ist irgendwie nicht warm, aber irgendwie nicht kalt. Deswegen habe ich einfach so einen Cardigan, der aber wirklich sehr, sehr warm ist, drüber geschmissen. Der ist schon ein bisschen älter, der ist von Asos. Aber ich glaube, gibt es ja da nicht. Aber ich liebe dieses Antrittmuster. Ich finde, es ist so klassisch. Es kommt immer wieder und sieht einfach richtig nice aus. Hätte ich voll gerne auch nochmal so als richtige Jacke. Ja, mal gucken. Dann einfach hier meine Schlaghose von Lelün. Ich liebe die. Meine Balenciaga Tracks. Und so ein Top, was ich mir bei H&M geholt habe. Ich stehe voll auf so gerade Ausschnitte. So sieht's aus, Leute. Und dann fahre ich jetzt mal los. Ich kriege die ganze Zeit kein Taxi. Die ist jetzt in 18 Minuten da mit ihrer Schwester Mai. I don't get a tax. Warum auch immer. Und ich fahre dann einfach mit Auto und das passt dann auch mit Parkplatz suchen und so, dass die 18 Minuten brauchen, weil ich brauche nur 10 oder so, glaube ich. Aber erstmal noch eine Runde Pipi. Leute, ich habe gerade ein Paket bekommen und da stand so drauf, ich habe noch angezogen, weil ich möchte gleich, oh mein Gott, hier steht so riskant, egal, ich möchte gleich nämlich kurz noch Kuchen holen gehen für meine Mom. Da stand so mäßig, ja, wir haben dich zeichnen lassen und ich hoffe, dir gefällt es. Also, das war bei einem Paket dabei. An sich ja süß. That's not me at all. Also sogar diese Augenfalten und so, das ist halt, mein Auge sieht nicht so aus und mein Blick ist ganz anders. Meine Augen gehen eher, also höher und das geht ja runter und es sieht so was von nicht wie ich aus, oder? Ich musste gerade so lachen, ich wollte euch daran teilhaben lassen. The cake is on the way. Es ist so krass, zurzeit habe ich wieder so viel zu vloggen auch unterwegs, weswegen ich meine Kamera ja immer nicht so viel lade. Ich merke es halt daran, dass ich viel mehr unterwegs bin, viel mehr mit Freunden mache. Hallo? Oh nein, da kommt jemand. Warte, ich erzähle euch weiter. Ich merke halt daran, Alter, vor allem wie gut ist das ja eingepackt, nicht? Ich merke daran, dass ich, also ich treffe mich ja jetzt gefühlt jeden Tag, habe ich mich gerade mit jemandem getroffen, manchmal auch mit mehreren Leuten an einem Tag und das ist für mich wirklich nicht
so selbstverständlich und es tut mir aber gerade einfach so, so gut und ich gewöhne mich wieder voll daran, weil ich glaube, Corona hat uns alle so ein bisschen so zu so, wie man das so, Einbrötlern? Nee. Einbrötlern? Nee. So, weißt du, so, dass man so alleine so grießgräbig im Büro ist? Nein, also natürlich nicht so, aber man war ja viel für sich und so und ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass es mir keine Panikattacke macht, wenn sich jemand mit mir treffen will. Aber ich bin super happy gerade, es macht mir so Spaß, alle wieder zu sehen von früher. Und ich muss wirklich früher sagen, weil zum Beispiel Kisu war eine der allerersten so Influencer, mit denen ich eigentlich so Kontakt hatte, glaube ich. Auf jeden Fall so in der Zeit, also meiner Anfangszeit einfach. Deswegen, ich kenne sie wirklich schon so, so lange. Und jetzt haben wir uns wirklich fast 2 Jahre nicht mehr gesehen. Und es war einfach so, als wäre keine Zeit dazwischen. Genau wie ich es euch mit Anna Kohler erzählt habe. Also ich mag einfach solche Menschen, die einem sowas nicht übel nehmen. Und generell haben die ja auch eigentlich keinen Grund. Aber es gibt ja viele Leute, die irgendwie so mehr besitzergreifend sind und so. Aber ich mag einfach Leute, die einfach verstehen, dass Zeit dazwischen einfach sein kann. Und wenn man sich dann aber sieht, ist es so, als wäre nichts passiert. Und wir sind genau 2 Minuten, bevor wir losfahren wollten. Good in the time. And we see us. Heute Abend oder morgen früh? Morgen treffe ich mich noch mit Luisa, das werde ich auf jeden Fall auch vloggen. So guys, next day. Der Geburtstag war, ja, ganz chillig. Wie halt so ein Family-Geburtstag ist. Ist ja egal. That's my outfit. Ich habe heute endlich mal wieder so eine glänzende Leggings an. Früher mochte ich diesen Look voll, aber irgendwie trägt man jetzt gefühlt nur noch Schlabberhosen. Aber ich ziehe mir jetzt gleich meine schwarzen Boots an. Habe einfach hier so ein Oversize-T-Shirt an und treffe mich jetzt mit Luisi zum Fooden. Beim Italiener, wo ich mit Anna Cola war, weil ich einfach sonst nicht so viele Restaurants kenne und ich fand es da echt lecker. And she's Italian, so... Und ich freue mich, ich bin jetzt schon zu spät, deswegen ja. Mit den Boots und der Jacke laufe ich hier rum wie im Herbst, aber it's raining, it's cold and warm, it's schwül, I don't know how to kleid, that's why I look like that. Ich habe vergessen zu vloggen und jetzt verabschieden wir uns. Wir haben richtig fett gegessen beim Italiener. Und Luisa war nicht so. Es ist schwierig, als Italienerin beim Italiener zu essen, da bin ich ziemlich anstrengend. Also ich fand es super lecker. Aber ich kann es mir schon denken, aber ich dachte, ich gebe ihr so ein bisschen Heimat-Vibes. Ja, wenn du das halt jeden Tag von deiner italienischen Hausfrau-Mutter kriegst und dann kriegst du es in so Restaurant so nicht mal halb so gut. Und wir so genau vor dem Restaurant so. Also ich fand es lecker. Also der Grieche soll gut sein. I missed you trotzdem. Nee, der Grieche, der sitzt niemals. Okay. Ich bin ja super sympathisch. Schreib bitte drunter Text. Sie ist in echt eigentlich viel netter. Nicht so eklig. Ist sie wirklich? Arrogant. Leute, Anne-Christine ist jetzt hier. Es ist der nächste Tag. Aber ich werde heute nicht hier so viel vloggen, weil ich wollte es mal ausprobieren, einen IGTV-Vlog zu machen. Keine Ahnung, was gerade in mich gefahren ist. Aber ich bin in der Mood für Veränderungen. Ich weiß, wir hassen alle Veränderungen. Ich auch. Aber ich vlogge ja trotzdem weiter. Ich vlogge nur nicht heute mit, weil es immer voll umständlich ist. Vlogkamera mit Handy irgendwie, Stories, keine Ahnung. Deswegen mache ich jetzt alles mit dem Phone. Und dieser Vlog geht einfach... Morgen kann er eigentlich weitergehen. Ich kann so bis zu die Party vloggen, auf die wir gehen. Ne? Wir gehen nämlich celebraten. Nur am Feiern hier. Hör mal, die Party Queens sind wieder am Start. So, ich habe mir jetzt wieder meine Bowl gemacht. Das ist echt so krass. Ich liebe das. Ich esse das jeden Tag. Wir gehen heute auf den Geburtstag von Jem. Deswegen habe ich gestern irgendwie so einen Gutschein geholt für so ein Wellness-Center. Für ihn und seine Freundin. Und haben wir hier geschrieben, Happy Birthday. Also richtig cool. Da kann man sich so sweeten und essen und so buchen. Da haben wir einfach so ein Premium-Paket zusammengestellt. Also, mega cool. Wir haben uns jetzt drüben Essen bestellt. Ich war gerade auf dem Peloton-Bike. Ich bin komplett am Ende. Ich mache meistens immer einen Warm-Up-Ride 5 Minuten. Dann 20 Minuten Ride und dann ein Cooldown-Ride 5 Minuten. Und mein Lieblingstrainer ist auf jeden Fall Cliff. Bis jetzt, weil ich habe heute den Fehler gemacht und mit so einer englischen neuen Trainerin trainiert und ich habe irgendwie nichts verstanden. Und was mir so gut an den Rides gefällt, ist eigentlich, dass die noch einen so ablenken mit den Gesprächen. Und ich kann eigentlich gut Englisch, aber ich habe das Gefühl, sie hat auch einfach gar nicht über sowas geredet. Sie hat die ganze Zeit immer nur so, komm, du schaffst das. Und das hat mich irgendwie nicht so krass motiviert. Weil ich will lieber, dass Leute mich ablenken und mir was erzählen und so. Ich gucke gerade die erste Folge Bachelorette. Ich muss sagen, das ist bis jetzt von Kandidaten her eine. Da haben wir auch was für mich dabei. Nein, also wieder, wo gute Kandidaten sind, weil ich fand es zwar bei den letzten Staffeln voll oft so, dass ich so dachte, das klingt jetzt echt oberflächlich, aber es wäre auch einiges für mich dabei gewesen. Und das kann interessant werden zu schauen, weil da auch viele sind, finde ich, die vielleicht auch zu der Bachelorette passen. Ist auch egal. Auf jeden Fall mache ich mich gerade fertig für den Geburtstag von Jem. Und ich wollte euch nur noch mal zeigen, weil ich immer super viele Fragen dazu bekomme. Das hier sind die Nibble-Sticker, die ich immer benutze. Die sind ein bisschen größer als gewöhnliche, aber dafür auch sehr, sehr dünn. Und ich werde auch immer gefragt, wie ich die reinige. Also ich sage euch ehrlich, ich reinige die gar nicht.
Aber die kleben super doll und super, super lange. Also ich hatte die jetzt hier bestimmt schon 10-mal an oder so. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass ihr die immer wieder... Es sind so Folien auf den Dingern, die habe ich jetzt verloren, aber ich klebe das dann zum Beispiel auf dieses Pappding. Einfach vorne und Rückseite und das... Die habt ihr ewig und ich verlinke euch die, sind wirklich die allerbesten. Damit könnt ihr gar nichts falsch machen. Nichts. Also für so wenig Geld habt ihr so viele, ich habe immer noch so viele auf Reserve, weil ihr die wirklich dauernd benutzen könnt. Und gerade im Sommer, ich schwitze sehr. Ihr wisst, ich habe ein Schwitzproblem und das hält bombenfest den ganzen Tag. Und dadurch, dass sie so groß sind und so dünn, sieht man die auch am allerwenigsten unter Tops. Also bei denen, die so ein bisschen dicker sind, sieht es immer aus, als hättet ihr so einen Riesen-Nippel. Bei denen hier kommt es halt immer drauf an, also es... Wenn es jetzt das super durchsichtigste, engste Top der Welt ist, wird man es bestimmt auch sehen. Aber eigentlich, also ich finde, das sind Goals. Das ist jetzt mein Outfit of the Night. Ich wollte erst das Kleid anziehen gerade, also so dieses schwarze mit den Cutouts. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, weil das sind auch Sachen, die ich neu habe. Also die Hose nicht. Ich hatte so lange keine Jeanshorts mehr an. Ich sag noch ein Ticken zu kurz, aber es ist ja eine Party, ne? Und dieses Oberteil hier. And I like that. Okay. Wo ist das Bad? Links? Yonja? Oh mein Gott. Oh mein Gott, warum bist du so beschlagen? Leute, ihr glaubt nicht, ich habe gerade so einen Nervenzusammenbruch bekommen. Irgendwie glaube ich, dass viele, ich frage mich halt immer, ob andere Leute auch wegen sowas einen Nervenzusammenbruch bekommen würden oder ob ich einfach irgendwie dumm bin oder irgendwelche Synapsen bei mir falsch verknüpft sind oder so. Aber ich habe gerade so einen Nervenzusammenbruch einfach bekommen. Ich habe so geheult und das finde ich, haben uns auch ein bisschen angezickt, weil wir beide halt voll ähnlich in so Sachen, also... Erstmal kam heute endlich unsere Müllbelieferung für drüben und ich hatte mich eigentlich die ganze Zeit extrem darauf gefreut. Aber die Lieferung sollte zwischen 7 und 18 Uhr kommen und um 6.30 Uhr wurde uns halt gesagt, ja, die kommen in 30 Minuten. Dann wurde kurz davor nochmal gesagt um 7, dass sie jetzt in 10 Minuten da sind und sie kamen um 9. Jetzt ruf mal Sam mich an. Oh, Leute, ich kann nicht mehr. Hallo? Noch eine schlechte Nachricht, ich kriege hier gleich wirklich einen Nervenzusammenbruch. Ihr wisst ja, dass wir so ein Setzeres-Problem auch haben. Okay, nee, egal, erstmal die Lieferung kam dann um 9, was aber vollkommen okay ist. Und ich habe mich die ganze Zeit extrem darauf gefreut. Also ich habe mich so darauf gefreut und es wurde jetzt irgendwie alles voll getrübt, weil eigentlich auch nicht. Also ich bin einfach nur gerade so überfordert. Ach, egal. Und ich weiß irgendwie nicht, mit welchem Punkt man zuerst anfängt und so. Und auf jeden Fall habe ich jetzt ganz spontan, weil jemand jemanden kennt, der bei IKEA arbeitet, auf einmal konnte ich meinen Schrank endlich bestellen. Ihr wisst ja, ich warte seit keine Ahnung wie vielen Wochen, Monaten darauf, dass ich hier dieses Eckschranksystem machen kann, damit mein Schreibtisch dann auch rüber ins Büro kann. Und so, und sonst hat das jetzt für mich alles irgendwie keinen Sinn gemacht, das schon umzustellen und so. Ich habe mich irgendwie so darauf gefreut und das ist jetzt alles mit so einem Schleier und... Offiziell ist es nicht lieferbar auf der Website, aber im Laden konnte man es jetzt heute irgendwie bestellen, aber man musste so voll schnell sein und der Schrank wird schon morgen geliefert. Also ich habe es heute gerade gekauft und es wird morgen geliefert und das Ding ist, IKEA hat gerade irgendwie so eine Störung, dass ich mir nicht nochmal meine Konfiguration anschauen kann. Das heißt, ich habe es jetzt einfach bestellt, weil ich so lange darauf warte und es irgendwie fühlt es sich gerade ein bisschen komisch an in meinem Bauch, weil ich es mir jetzt nicht nochmal angucken konnte. Aber ich glaube, es war gut so. Also es ist auch, ich habe es noch ein bisschen anders gemacht, als ich es euch schon mal gezeigt habe. Und ich glaube, dass ich letztens so dachte, boah, okay, so ist es perfekt. Ich hoffe es einfach. Es nervt mich. Es ist aber einfach wieder so typisch, weil ich müsste jetzt vielleicht in ein IKEA-Haus fahren. Vielleicht würde das da auch nicht mal funktionieren. Und mir angucken und keine Ahnung. Und dann dachte ich so, okay, krass, der wird morgen geliefert. Was mache ich jetzt mit dem Schrank? Und jetzt habe ich bei MyHammer ein Angebot reingestellt, dass ihn jemand abbaut. Ich überlege sonst, den vielleicht auch zu verschenken, reinzustellen einfach. Bei eBay Kleinanzeigen Selbstabholung, aber ich habe halt ungerne Leute. Also es kann halt immer sein, dass es Abonnenten sind, sondern wissen die, wo ich wohne. Und keine Ahnung, das ist für mich halt auch extrem schwierig, das zu machen. Also für mich ist das generell immer eine sehr, sehr große Überwindung, fremde Menschen in der Wohnung zu haben, Handwerker, alles drum und dran. Und ich habe aber auch einfach keine Zeit, den Schrank jetzt selber, oder ich weiß gar nicht, wie man sowas macht, weil der ist an die Wand gebohrt und ich bin einfach so krass überfordert. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, weil man muss ja dann auch einen Transporter mieten, um das wegzukriegen. Und ich weiß irgendwie gar nicht, wie sowas funktioniert. Das ist so Erwachsenen-Stuff, der sich wahrscheinlich, das hört sich wahrscheinlich gerade wie so ein First-World-Problem an, aber mir, es ist gerade einfach alles zu viel. Und vor allem, weil drüben, ich weiß gar nicht, wie viele Pakete da jetzt gerade stehen. Oh, ich hatte mich so gefreut, das jetzt aufzubauen, aber irgendwie kann ich mich gerade gar nicht darauf konzentrieren. Und das größte Problem, was mir jetzt auch aufgefallen ist, ist, dass wir ja noch dieses Setzeres-Problem haben. Und irgendwie geht es die ganze Zeit nicht voran und uns wurde ja gesagt, wenn wir das nicht machen, bis wir ausziehen, müssen wir es selber zahlen.
Was ich auch so eine freche Aussage finde. Ich finde es so frech, dass wir uns überhaupt darum kümmern müssen, weil wir eine ganze Woche, weil gefühlt in jedem Raum sind hier kranke Setzrisse. In meinem Zimmer noch sehr, sehr wenig, aber bei mir genau da, wo der Schrank ist. Bei Marcel ist das ganze Zimmer fast aufgeplatzt. Im Badezimmer ist es richtig schlimm. Im Flur ist es schlimm. Also wirklich diese ganze hintere Bereich unserer Wohnung. Und es ist irgendwie so scheiße, weil wir eine Woche diese Wohnung nicht bewohnen können. Und jetzt von den Handwerkern stand dann da so, dass man sich darum kümmern muss, dass die ganzen Schränke abgebaut sind. Und also wir müssen uns darum kümmern, dass die Schränke abgebaut sind, alle Sachen, die davor stehen, irgendwie weg sind und so. Man kann ja nicht, also würde ich jetzt meinen neuen Schrank haben, kann ich ja nicht dieses, weil der ist ja noch größer als der, ich werde ihn nicht an die Wand bauen, so wie den, weil es eh total unnötig ist, so bei so einem Riesenschrank. Und der ist ja nochmal so, wisst ihr? Und wie soll ich den denn dann von der Wand wegrücken? Das heißt, es würde gar keinen Sinn machen. Wisst ihr, ich freue mich so auf diesen Schrank, aber es ist eh nicht komplett geliefert. Also ich glaube, 7 Schubladen fehlen und 2 Einlegeböden oder so, aber das ist ja nicht ganz so schlimm. Ich weiß jetzt nicht, wir haben jetzt diesen Typen angeschrieben, weil unsere Wohnung gehört halt so einer großen, ja, so einem großen Konzern so mäßig und es ist echt extrem schwer, sich mit denen mal einig zu werden bei Sachen. Ihr wisst, bei uns hängt immer noch die Steckdose da von der Decke und so und die sind sehr, sehr frech teilweise. Morgen kommt auf jeden Fall so ein Typ zu uns und ich bin aber natürlich allein zu Hause, weil man ja gerade beim Impfen ist und dann nochmal mit dem reden und dem jetzt nochmal die Risse zeigen und dem dann auch sagen, ja, wie ist das jetzt so? Es nervt mich so, weil dieser Schrank auch noch so groß ist und es werden so viele Kartons rumstehen und ich, wenn ich eine Sache hasse, ist, wenn so unfertige Dinge die ganze Zeit dastehen und mich nervt auch, dass gerade Ikea so einen Struggle hat und ich nicht mal die Aufteilung abfotografieren könnte für den Typen, der es aufbaut. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß gerade selber nicht mehr, wie ich den von innen gestaltet habe. Und es nervt mich so, weil warum ist denn immer alles auf einmal? Wisst ihr, was ich meine? Oh mein Gott, das ist so ein First-World-Problem. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also wir haben jetzt damit angefangen, dass wir den Typen kontaktiert haben, der morgen uns dann nochmal sagt, wie das jetzt ist, ob es vielleicht gar nicht so schlimm ist, ob es einfach nur scheiße aussieht, weil das wäre uns scheißegal. Wir haben nur Angst, dass es irgendwie gefährlich ist oder ich weiß nicht. Oh Gott, ich raste gleich aus, ich mein's ernst. Ich will nicht so mehr so lange warten. Ich habe jetzt so lange gewartet. Ich meine, okay, eine Woche mehr oder weniger, aber dieser ganze Stress ist so. Ich bin einfach so ausgelastet. Ich habe schon davor die ganze Zeit gesagt, dass ich so urlaubsreif bin. Ihr merkt auch, ich komme mit den Videos nicht mehr so richtig hinterher, weil ich gerade einfach so ein bisschen in so einem kreativen Loch war oder so. Keine Ahnung. Und das ist jetzt sowas, da kann einem irgendwie niemand helfen. Außer noch mehr fremde Leute, die in deine private Zone kommen. Und ich habe damit wirklich ein ganz, ganz großes Problem, dass fremde Menschen bei mir sind und so. Dass ich das auch noch dann alleine regeln muss. Aber ich denke mir so, bin ich irgendwie dumm? Also, ich bin so dumm. Also, warum macht mir das so viel Stress? Weil während ich es auch ausspreche, fühlt es sich eigentlich nicht so an wie was Schlimmes. Aber allein, dass man irgendwie nicht weiß, auch weil ich mich so gefreut habe, ich hätte so gerne einfach jetzt, ich bin so ungeduldig und hätte so gerne einfach jetzt, dass alles perfekt ist. Aber und ich hasse es halt, dass diese Pakete hier rumstehen werden. Ich hasse es einfach, dass meine Vorfreude mir wieder mal genommen wurde irgendwie, weil irgendwie dann doch alles nicht so einfach und reibungslos funktioniert. Naja, wird schon. Ich werde euch auf jeden Fall in den kommenden Videos updaten. Ich beende jetzt erstmal kurz diesen Vlog. Ich hoffe, ihr seid irgendwie nicht zu gemein zu mir jetzt, weil ich mich so emotional gezeigt habe, aber das glaube ich auch mal sein. Ich finde Erwachsensein so scheiße. Ist ja auch egal, aber ich würde einfach gerne mit Menschen zusammen wohnen. Jetzt ohne Marcel zu roasten, aber wir sind halt beide genau gleich in der Hinsicht, die bei sowas irgendwie so einen ruhigen Kopf bewahren und einfach wissen, was zu tun ist oder vielleicht auch Dinge schnell selber erledigen und so. Und wir wissen immer nicht, wo wir anfangen sollen, weil wir so viele Dinge im Kopf haben und dann kommt hier eine Baustelle. Und das Ding ist, es ist ja nicht mein einziges Problem, sondern oh, komm einfach klar, Mädchen. Okay, ich hätte dieses Video beenden sollen, als ich Tschüss gesagt habe und ich sage jetzt Tschüss. Bye.